Wir sprechen mit Hasan Berger von der Firma Aivas. Herr Berger, in der Türkei, im Heimatland, haben Sie erfolgreich das dynamische Ventil eingeführt. Wie hat das so geklappt? Wir haben die dynamischen Ventile seit einem Jahr eingeführt und es hat sehr, sehr gut geklappt in der Türkei, weil es einfach für die Bauten oder für überhaupt für die Baustellen in der Türkei, wo die Einkaufszentren und so gebaut werden, einfach ein Muss ist mittlerweile. Was zeichnen die dynamischen Ventile aus? Es ist so, dass man der Pumpe die Arbeit erleichtert. Ihre Firma ist auch ganz aktiv im Bereich Gate-Ventile, also Schieber. Warum sollte man Gate-Ventile zum Beispiel den Kugelhähnen manchmal vorziehen? Gate-Ventile benutzt man bei Dampf zum Beispiel oder auch bei Medien, weil das Gate-Ventil im Gegensatz zu einem Kugelhahn oder Kugelventil nicht sofort das Medium in das System mit dem ganzen Druck auslastet, sondern man kann es peu à peu durch den Schieber langsam aber sicher auf das System den ganzen Druck einwirken lassen. Dadurch entstehen keine Schäden bei den Pumpen. Ihre Firma exportiert in 72 Länder weltweit. Wo sehen Sie da für sich die größten Exportchancen? Die großen Exportchancen sehe ich in dem Land Polen und unter anderem im Mittelosten. Da werden wir auf jeden Fall die größeren Umsätze erzielen. Also Polen wird der aufstrebende Markt in Ihrer Branche? Das ist definitiv so. Da wird sich in den nächsten Jahren viel, viel mehr tun als wie zurzeit. Wir sind gespannt, wie sich das Geschäft weiterentwickelt und danken für die Information. Danke Ihnen auch.